Meine Damen und Herren, Statistik 2, wir haben es fast geschafft, wir sind quasi am Ende. Wir wollen heute noch die nicht-parametrischen Verfahren besprechen oder man könnte auch sagen, heute vor allem die rangbasierten Verfahren und deshalb auch dieser kleine Medienhinweis auf eine meiner absoluten Lieblingsplatten, The Smiths, Rank von 1987. Warum Rang? Passiert. Ränge bilden können wir. Das haben Sie in Statistik 1 gemacht. Das haben wir gebraucht, zum Beispiel, wenn wir eine Spearman-Korrelation ausgerechnet haben. Die hat ja nicht mit den Daten selbst gearbeitet, obwohl die eigentlich metrisch waren, sondern hat gesagt, wir rechnen nur mit den Rängen unserer Werte. Und das werden wir heute auch verwenden. Das, was wir heute besprechen, sind die nonparametrischen Verfahren im engeren Sinne, also im klassischen Sinne, könnte man auch sagen. Es gibt dann drumherum noch, insofern stimmt dieses heute da oben nicht ganz, das machen wir nämlich in einem Extra-Video, die nonparametrischen Verfahren im erweiterten Sinne. Und dazu zählen vor allem die Resampling-Verfahren, die letztlich viel Rechenpower brauchen. Das ist seit 20 Jahren, 25 Jahren kein Problem mehr und hat unter anderem deshalb auch ein bisschen die nicht-parametrischen Verfahren begonnen abzulösen, also die im non-parametrischen Verfahren im engeren Sinne, wie wir sie heute besprechen. Aber die heute besprochenen sind trotzdem sehr, sehr instruktiv, wenn es darum geht, einfach mal eine Alternative zu erarbeiten zu den parametrischen Verfahren. Die sind etwa gleich alt wie die parametrischen Verfahren. Die nicht-parametrischen Verfahren tauchen so in den 40ern des letzten Jahrhunderts auf, so rund um den Zweiten Weltkrieg, kurz danach. Und dann wurden immer wieder solche Verfahren vorgeschlagen. Warum brauchen wir überhaupt diese Vorlesung heute? Warum müssen wir uns mit nicht-parametrischen Verfahren beschäftigen? Was könnte uns das nützen? Dazu ist es hilfreich, sich nochmal klarzumachen, was wir bisher eigentlich immer angenommen haben. Wir haben doch bisher mal mehr, mal weniger betont, dass alle inferenzstatistischen Verfahren, die wir benutzt haben, vorausgesetzt haben, dass die Daten oder eine spezielle Kenngröße der Daten normal verteilt sind, also einer gaußschen Verteilung folgen. Irgendwie zum Beispiel der Mittelwert eine normal verteilte Größe ist. Im linearen Modell, wie wir es dieses Semester viel besprochen haben, würden wir sagen, der Fehler, also dieses Epsilon, sollte eine normal verteilte Größe sein. Jetzt ist die Frage, was, wenn das nicht der Fall ist? Und das bringt uns zur Frage der Robustheit eines Verfahrens. Robustheit in der Statistik bedeutet, also die Frage nach Robustheit bedeutet, was, wenn eine für einen bestimmten Test, ein bestimmtes statistisches Verfahren, die postulierten Anwendungsvoraussetzungen einfach nicht erfüllt sind? Was passiert dann? Ja. Wir würden einen Test oder ein Verfahren dann robust nennen, wenn es auch unter Verletzung seiner eigentlichen Anwendungsvoraussetzungen, also wenn man es nicht ganz so anwendet, wie es im Lehrbuch steht, kurz gesagt, dennoch der Fehler erster und zweiter Art kontrolliert ist. Robustheit hat also was mit der eigentlichen Inferenz, mit der Signifikanzentscheidung zu tun. Ich nenne ein Verfahren robust, wenn es mir keine falschen Schlussfolgerungen nahelegt, also wenn es zum Beispiel nicht mich zu viel Alpha-Fehler machen lässt, obwohl ich nur 5% Alpha-Fehler in Kauf nehmen wollte, passieren eigentlich in 8%, 7%, 9% der Fälle, wo die Nullhypothese gilt, Alpha-Fehler, also dass ich dort auf Signifikanz entscheide. Ja, genauso für den Fehler zweiter Art kann man sagen, wenn die Power sehr nachlässt von einem Test, wenn seine Anwendungsvoraussetzungen verletzt sind, dann wäre das auch nicht gut im Sinne der Robustheit. Das kann man überprüfen mit solchen Simulationen. Das habe ich schon ein paar Mal angedeutet, dass wir sagen, wir spielen Gott, wir kennen die Population, wir kennen den Parameter und aus dem ziehen wir im Computer ganz viele Stichproben. Wir simulieren also Daten und schauen, was passiert. So können wir auch herausfinden, ob ein Test robust ist. Wir könnten eine nicht normal verteilte Daten generieren letztlich und dann schauen, wie sich ein Test verhält. Das Ganze steuert so ein bisschen auf so ein Schaubild zu. Zu sagen, wir fangen an damit, dass wir mal fragen, das haben wir ja auch oft schon gemacht, sind die Anwendungsvoraussetzungen unseres Verfahrens eigentlich gegeben oder sind sie verletzt? Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn ich
etwas weiß oder wenn mir die Literatur, die einschlägige Fachliteratur, mir darüber was sagt, dass man sagt, ein Test ist dennoch robust gegen die Verletzungen seiner Anwendungsvoraussetzungen, dann kann ich den Test eben, deshalb heißt es robust, trotzdem anwenden. Der T-Test, den wir so zentral im ersten Semester, im ersten Semester Statistik schon kennengelernt haben, der hat unter anderem deshalb so eine Popularität, weil der zum Beispiel relativ robust ist gegen Verletzungen der Normalverteilungsannahme. Wenn ein Test aber nicht robust ist für eine bestimmte Anwendungsvoraussetzung, was machen wir dann? Dann kann es sein, dass er entweder zu konservativ wird, sprich er hat wenig Power, er liefert in zu wenig Fällen sozusagen, findet er Effekte wirklich. Dann wäre er quasi, verliert er an Power, das kann man auch sagen, ist er zu konservativ. Oder wird er zu liberal, macht er zu oft einen Alpha-Fehler. Ja? Und gerade für diese Fälle könnte ich natürlich, das ist hier unten in Orange und in Grün gezeigt, den Test trotzdem anwenden und mir dessen wenigstens bewusst sein, dass er nicht nominal das richtige Alpha-Niveau oder die richtige Power trifft, sondern eben zu liberal oder zu konservativ ist. Aber besser wäre doch, das, was hier in Rot in der Mitte unten gezeigt ist, einen nicht-parametrischen Test zu finden, der die ganzen Annahmen quasi gar nicht hat oder diese umgehen kann. Ja? Nicht normal verteilte Daten sind ein stetiger Begleiter. Eigentlich sind natürlich viel mehr Phänomene, die uns interessieren, nicht genau normal verteilt. Wir hatten gesagt, oft reicht es eben, wenn sie approximativ normal verteilt sind. Approximativ normal verteilt hieße in einem sogenannten QQ-Plot, nochmal zur Erinnerung, ein Plot, der die Quantile einer Standardnormalverteilung, das ist hier, was auf der X-Achse gezeigt ist und als Theoretical Quantiles bezeichnet ist, abträgt gegen die Quantile in meinen Daten oder hier heißt Stichprobenquantile. Und wenn das annähernd auf dieser Gerade hier liegt, dann heißt es, die zwei Verteilungen entsprechen sich annähernd. Aber hier rechts im Bild zum Beispiel ist was gezeigt, was ganz, ganz, ganz offensichtlich diese Normalverteilungsannahme verletzt. Da muss schon der Graph auch so gemacht werden, dass diese 45-Grad-Linie, die man eigentlich gern hätte, die liegt da ganz unten schräg im Bild, weil man den Rest des Graphen braucht, um diese Abweichung von der Normalverteilung zu zeigen. Ja? Was wir heute eben uns anschauen wollen, ist, wie dann sogenannte rangbasierte Verfahren uns aus der Patsche helfen können. Also, ich zeige euch hier mal noch einen Datensatz, der relativ offensichtlich auch nicht normal verteilt ist. Es geht hier um ein Maß, Anzahl Fehler, Beispiel, was ich auch immer gerne mal wieder verwende. Ein paar Kontrollprobanden, gesunde Kontrollprobanden, haben in unserem vielleicht Gedächtnisexperiment mitgemacht und man kann halt nicht weniger als null Fehler machen, oder? Weniger geht halt nicht. Und dann haben wir relativ oft bei solchen absolut skalierten Merkmalen oder auch verhältnisskalierten Merkmalen eben die Situation, dass sie ja nicht kleiner als null werden können und deshalb die ganze Streuung nur in eine Richtung gehen kann. Das ist immer keine so gute Voraussetzung, um was Normalverteiltes zu bekommen. Und genauso passiert es hier auch, dass die Kontrollen also so zwischen null oder zwischen einem und neun Fehlern machen. Und dann gibt es noch Patienten, die machen wahrscheinlich nicht nur so, es sind natürlich jetzt hier nicht viele, aber so auf den ersten Blick, deskriptiv würde man sagen, die machen doch mehr Fehler. Und es streut im Übrigen auch mehr. Also auch eine Art Gleichverteilungsannahme, wie man es ja für den T-Test bräuchte. Also wir hätten ja beim T-Test für zwei Gruppen, Kontrollen und Patienten, die wir hinsichtlich eines Merkmals, Anzahl Fehler vergleichen wollen, auch die Forderung, dass dort Homoskedastizität, also Gleichstreuung herrscht. Sieht nicht so aus hier. Und die Idee, die naheliegende, die dieses rangbasierte Verfahren jetzt natürlich zündet, ist zu sagen, ganz ähnlich wie Spearman das für die rangbasierte Korrelation schon mal vorgeschlagen hatte, benutzt doch die Ränge. Die Ränge der Daten selbst. Also erstmal würden wir sagen, ich sage es nochmal anders, die Ränge der Daten heißt ja, wir gehen zurück auf was ordinal skaliert ist. Wir vernachlässigen, ob der eine jetzt irgendwie 20 oder 22 Fehler hatte oder hier in der Mitte, der dritte Patient hatte etwa, von unten gerechnet, hatte etwa knapp,
hatte 9 Fehler vielleicht und der vierte hatte dann aber schon 17 oder sowas. Diesen großen Abstand, das würden wir ignorieren, wenn wir die Ränge bilden, denn dann wäre das einfach der dritte und das der vierte Patient. Und bei den Kontrollen wäre der da kurz vor der 5, der, oder nee, Entschuldigung, der mit 2 Fehlern der dritte und der vierte wäre dann der mit 5. Und wie viel Abstand die zum jeweils nächsten Rang in eigentlichen Anzahl Fehlern hatten, diese Information geht verloren. Aber wir würden dann mit den Rängen weiterarbeiten und wir schauen mal, was uns dann so widerfährt. Also, wir könnten sagen, ich habe es hier noch ein bisschen verschärft, dadurch, dass ich jetzt hier sogar Kommazahlen eingefügt habe. Vielleicht ist es so, dass es hier eigentlich ein Mittel über mehrere Durchgänge war und so, dass man also nicht 6 Fehler hat, sondern im Mittel über alle Durchgänge, die man in dem Experiment gemacht hat, 6,4 Fehler. Könnt ihr vielleicht akzeptieren, ja? Also es muss offensichtlich, da Fehler allein keine Kommastellen hat, muss irgendwo hier mal eine Aggregation oder Mittlung stattgefunden haben. Das interessiert uns aber nicht. Das ist jetzt hier nur, damit man das deutlicher sieht, wenn wir gleich die Rangbildung macht, wie sich das verändert. Also, bei den Kontrollen gab es also mal einen, der hat im Schnitt 1,5 Fehler, einer 1,9 Fehler und das Maximum, wenn man so mit dem bloßen Auge drauf schaut, war 8,3 Fehler. Und beim Patienten gab es auch mal einen mit einem Fehler, aber es gab eben auch Patienten mit 25,3, 18,1 Fehler. So, das erste Wichtige, was wir bei einem Rangtest, bei allen Rangtests machen würden, ist die Daten in Ränge überführen. Das könnt ihr schon. Ganz wichtig ist aber, dass wir jetzt für alle Beobachtungen gemeinsam die Ränge bilden wollen. Ihr seht auch gleich, erklärt sich auch gleich, warum das wichtig ist, weil wir letztlich natürlich gleich die Ränge, die Rangplätze, die so in der einen Gruppe auftreten, mit den Rangplätzen, die in der anderen Gruppe auftreten, vergleichen wollen. Deshalb ist es jetzt erstmal kurz wichtig, diesen Gruppenunterschied zu ignorieren und zu sagen, alle Daten mal kurz untereinander und zu sagen, ich bilde die Ränge. Also, wie wäre denn das? Kleinster Wert, kleinster Rang. Ja? Hohe Werte, hohe Ränge. Das ist eine Konvention in der Statistik. Die Verfahren funktionieren auch, wenn das andersrum macht. Aber eure ganzen Teststatistiken haben dann eine dem Mittelwert und dem, was das bloße Auge sieht, entgegengesetzte Richtung. Also macht es nicht. Kleine Werte, kleine Ränge, große Werte, große Ränge. Das heißt, der mit 1,0 müsste doch den ersten Rang kriegen, richtig? Und der mit 1,1 den zweiten und so weiter und so fort. Gibt es Rangbindungen, kommt ein Wert wirklich zweimal vor, dann würde jetzt hier einfach genauso vorgegangen, wie ihr das kennt, dann würden eben, wenn es Ties gäbe, also Ranked Ties oder Rangbindungen, dann müsste eben der mittlere Rang vergeben werden. Ja? Ist jetzt hier aber nicht der Fall. Also haben wir jetzt die Ränge, wenn alles mit rechten Dingen zugegangen ist, weil es keine Rangbindungen gibt, wird jeder Rang einmal vergeben bis 12. Ja? 1, 2, genau, bis 12. Weil insgesamt 12 Probanden hier betroffen sind. Das Bauprinzip, mit diesen Rängen arbeiten wir jetzt weiter. Das Bauprinzip sogenannter nonparametrischer oder verteilungsfreier Verfahren ist, ich mache überhaupt keine Annahme über Populationsparameter. Also irgendwelche Mühs, irgendwelche Sigmas spielen jetzt hier keine Rolle. Ich mache auch keine Annahmen über Normalverteiltheit des Merkmals in der Stichprobe. Stattdessen betrachte ich die Ränge der Daten und frage, und das haben eigentlich alle Verfahren gemeinsam, wir besprechen heute nur zwei, aber es gibt eben noch viel, viel mehr, die der gleichen Logik folgen. Ich frage, ob die ermittelten Rangplätze, das haben wir jetzt schon gemacht, wir haben 12 Ränge ermittelt, ob die zwischen den Gruppen differenzieren. Und diese Grundfrage mündet dann je nach genauem Test und auch genauem Anwendungsgebiet, also gepaarte Stichproben versus unabhängige Stichproben, mehrere Gruppen oder zwei Gruppen etc., mündet dann in einer unterschiedlichen Teststatistik. Das Kleingedruckte hier ist vielleicht jetzt noch ein bisschen früh, das zu vertiefen. Das ist ein bisschen mehr so eine Mäkelei von mir. Die Verfahren heißen nicht parametrisch oder verteilungsfrei. Es gibt aber nachher den einen Punkt, wo diese klassischen Verfahren, die wir heute besprechen, dann doch auf was Normalverteiltes zugehen. Die sagen einfach, die Daten selber sind nicht normal verteilt und deshalb sind vielleicht parametrische Tests, die also über den zentralen Grenzwertsatz des Mittelwerts letztlich kommen würden, über den Standardfehler des Mittelwerts, nicht gut anzuwenden. Die werden vielleicht zu liberal oder zu konservativ.
Aber die nicht parametrischen Verfahren machen das jetzt einfach über die Ränge. Es wird nachher dann aber die eine Stelle geben, wo Sie doch wieder eine Teststatistik haben, von der Sie annehmen, dass die normal verteilt ist. Dass die eine Normalverteilung mit so und so μ und Sigma folgt. Das ist also ein bisschen, der Name ist ein bisschen falsch, würde ich fast sagen. Ja? Nichtsdestotrotz hat sich das historisch so ergeben, dass wir sie non-parametrisch nennen. Man könnte sie aber auch einfach rangbasierte Verfahren nehmen, dann ist es eigentlich eindeutiger, was da passiert. Ist ein bisschen weniger Jargon. Also wenn man einfach sagt, nimm einen Rangtest. Wenn du einen T-Test nicht anwenden kannst oder willst, weil die Anwendungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind, dann nimm einen rangbasierten Test. Das würde eigentlich das Gleiche besagen. Hier seht ihr nochmal, bevor wir jetzt gleich einsteigen, einfach schon mal eine Übersicht aller Tests, die so, oder nicht aller, vieler non-parametrischer Tests, beziehungsweise sogar eine Übersicht parametrischer Tests, hier in dieser ersten Datenspalte, wenn man so will, und daneben ihre nicht-parametrischen Alternativen. Ja? Wenn ich also quasi für normal verteilte Daten zwei unabhängige Stichproben testen will, dann mache ich das doch oft mit einem T-Test. Und das schauen wir uns heute an. Diese Alternative hier, die wird nachher jetzt gleich im Mittelpunkt stehen. Da muss man sagen, der Mann-Whitney-U-Test ist genau das gleiche wie der Wilcoxon-Rank-Sum-Test. Die sind von unterschiedlichen Autoren im gleichen Jahr etwa oder im gleichen ein, zwei Jahre auseinander maximal publiziert worden. Machen genau das gleiche. Wir rechnen gleich zusammen einen Mann-Whitney-U-Test kurz. Und wenn ich zwei abhängige Stichproben vergleichen will, dann nehme ich ja eigentlich einen gepaarten T-Test oder einen T-Test für Paired Samples oder Dependent Samples oder Within Subjects. Manchmal auch für verbundene Stichproben. Ihr wisst, da viele unterschiedliche Worte für dasselbe. Und das nicht parametrische Äquivalent dazu ist der sogenannte Wilcoxon Signed Rank Test. Ihr seht an dieser Nomenklatur schon, ist ein bisschen nervig, dass der Wilcoxon einen Rank Sum Test vorgeschlagen hat und der gleiche Wilcoxon auch noch einen Signed Rank Test. Beides mit Rank und dann auch noch was mit S und eine Rangsumme ist auch beim Signed Rank Test dabei. So ist es halt manchmal. Das muss man sich einfach mal merken. Der Rang-Summen-Test, der funktioniert wie der Mann-Whitney-U-Test, den machen wir gleich. Und der Signed-Rank-Test, der ersetzt den gepaarten Vergleich. Was wir nicht besprechen heute, ist aber trotzdem gut zu wissen, kann man auch in Jamovi finden, sind diese zwei Kollegen noch hier. Also das ist sozusagen, da mache ich nochmal vielleicht einen roten Kasten drumherum, weil es sich so schön farblich kritzelt gerade. Das besprechen wir heute. Und es gibt aber darüber hinaus auch noch um zwei oder mehr, also sprich wie eine unabhängige ANOVA, um die zu ersetzen mit nicht-parametrischen Verfahren, den sogenannten Kruskal-Wallis-Test. Den mag ich sehr gern so vom Namen her. Ich hatte selber einen Statistikdozent in den nicht-parametrischen Verfahren, den Willi Nagel in Konstanz, der war aus Vorarlberg, also aus so einer, der hatte so ein Dialekt, war so eine Mischung aus Schweizerisch und Österreicherisch. Und wenn der vom Kruskal-Wallis-Test gesprochen hat, da klang die ganze Schweiz irgendwie mit, das war immer wunderbar. Aber das sind, glaube ich, einfach irgendwelche, also Dennis Kruskal und Wallis waren eigentlich amerikanische Statistiker. Aber Kruskal-Wallis, schöner Begriff, werdet ihr jetzt hoffentlich euch auch merken können, ersetzt die einfaktorielle Varianzanalyse. Und der Friedman-Test ersetzt die Varianzanalyse mit Messwiederholung. Aber leider auch wirklich nur für einen Faktor. Man kann mit ein paar Tricks eine Interaktion zwischen zwei Faktoren testen, aber ja, Tricks gibt es immer, klar, aber eigentlich seht ihr schon, dass wir relativ beschränkt sind in dem, was wir so machen können. Wir können ja in den parametrischen Verfahren ziemlich komplexe ANOVA-Designs untersuchen. Hier sind wir ein bisschen eingeschränkter. Eine einfaktorielle Varianzanalyse mit dem Kruskal-Wallis, eine einfaktorielle mit Messwiederholung mit einem Friedman-Test. Gut, also genau, das steht hier nochmal, es gibt keine richtig gute Alternative für kompliziertere Designs. Da greifen wir heutzutage üblicherweise zu solchen Resampling-Verfahren, wie wir sie nächste Woche noch besprechen. Also, jetzt steigen wir ein, nach circa 20 Minuten, in den ersten Test 2 machen wir. Wir machen jetzt zuerst mal den sogenannten Mann-Whitney-U-Test, der auf nochmal genau das gleiche hinausläuft wie der Wilcoxon-Rank-Sum-Test. Wir machen das mit den Daten, die ich vorhin schon eingeführt habe. Kontrollen, Patienten, mittlere Anzahl Fehler, 12 Probanden insgesamt. Welche Nullhypothese testet denn der Mann-Whitney-U-Test oder der Wilcoxon-Rank-Sum-Test? Die Hypothese, die wir testen, ist jetzt nicht,
Der Mittelwert in der Population der Kontrollen ist gleich dem Mittelwert in der Population der Patienten. Und dann, wie gut passen diese Daten dazu? Gegeben diese Daten, sind die extrem genug, um diese Nullhypothese zu verwerfen? Sondern die Nullhypothese, die wir versuchen zu verwerfen, lautet, ist der mittlere Rang, ich nenne es einfach mal Theta hier, es ist total egal, ist der mittlere Rang Theta in der A-Gruppe gleich dem mittleren Rang in der B-Gruppe? Das ist die Nullhypothese, dass das der Fall ist. Ja? Und Alternativhypothesen dazu sind quasi zweiseitigerweise erstmal, nein, der mittlere Rang ist ein anderer in der einen Gruppe als in der anderen. Oder auch einseitige Varianten davon sind genauso denkbar zu sagen, ich habe schon a priori die Alternativhypothese, dass der Rang in der B-Gruppe größer ist oder dass er in der A-Gruppe größer ist. Ja? Das sind die Rangsummtests. Die testen, wie der Name auch sagt, eben den Mittelwert der Daten, sondern den Mittelwert der Ränge eigentlich, also den mittleren Rang. Was ist jetzt die Konsequenz davon? Wir haben ja jetzt diese Daten schon in Ränge überführt. Das haben wir vorher gemacht. Haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt für jeden dieser 12 Datenpunkte wissen wir, welchen Rang er hat. 1 bis 12. Wenn diese Nullhypothese stimmt, dass der mittlere Rang bei den Kontrollen der gleiche ist wie der mittlere Rang bei den Patienten, dann müsste ja eigentlich die Rangsumme, die sich dann aus den 6 Datenpunkten ergibt, und die Rangsumme, die sich aus den anderen 6 Datenpunkten ergibt, etwa gleich sein. Hier an der Stelle hilft es übrigens, kurz innezuhalten, dass ein Mittelwert oder ein mittlerer Rang ja nichts anderes ist als die Summe dieser Ränge geteilt durch die Anzahl. Ja? Und deshalb läuft es jetzt hier über die Rangsumme. Ihr könntet es auch direkt über den mittleren Rang machen, aber für diese Teststatistiken, die jetzt gleich kommen, das wird einfach direkt auf der Summe gearbeitet. Das läuft das Gleiche hinaus. Also, die Ränge sind ja auch nur positiv, da kann ja jetzt nichts passieren. Die Ränge sind ja zwischen 1 und 12, die kann ich jetzt summieren und kann gucken, wo, in welcher Gruppe bekomme ich eine größere Rangsumme. Und nochmal, wenn die Nullhypothese stimmt, dass diese Kontrollen, diese Patienten eigentlich aus der gleichen Population kommen, einfach wahllos auf diese zwei Gruppen verteilt wurden, dann sollte doch die Rangsumme plus minus bei den Kontrollen gleich sein wie die Rangsumme bei den Patienten. Ach, schaut mal, hier in meinem Beispiel, ich habe es schon wieder selber fast vergessen, habe ich jetzt noch einen kleinen Trick eingeführt, einfach um es ein bisschen spannender zu machen. Ich habe nur mal ein bisschen nachgeholfen und habe jetzt eben doch eine kleine Rangbindung herbeigeführt. Ich habe mal einfach nur den einen Datenpunkt von 6,7 auf 6,4 geändert, damit wir jetzt eigentlich sozusagen den 6. Rang zweimal hätten sozusagen und eigentlich jetzt die Rangbindung dahingehend adjustieren müssen. 6 stimmt natürlich nicht, das müsste vorher eigentlich ja 7 gewesen sein, stimmt's? Verzeihung, da muss man kurz reinkritzeln. Das versuche ich noch zu ändern. Das war vorher mal der 7. Rang eigentlich, als es noch 6,7 war. Wäre es der 7. Rang gewesen. Jetzt ist es 6,4. Wir müssen den Rang 6 und 7 vergeben. Tun wir nicht. Wir können das auch einfach alles durchstreichen hier. Was weiterhin gilt, sind die 9 Ränge mit Rangbindung. Der 6,5. Rang muss zweimal vergeben werden. So. Wenn ich das habe, kann ich jetzt sagen nochmal, jetzt brauche ich natürlich die Information, wer waren nochmal meine Kontrollen und wer waren meine Patienten, um zu gucken, wie die Rangsumme eben in den beiden lautet. Eine Rangsumme ist also schnell berechnet. Ich summiere einfach die Ränge all jener in der Gruppe A, sagen wir mal in den Kontrollen. Ja, dann könnte es also der Rang 6,5 und 3 und der Rang 4 und der Rang 8 und der Rang 2 und der Rang 5. Diese 6 Datenpunkte sind aus der einen Gruppe, ergibt eine Rangsumme von 28,5. Und dann habe ich in der Gruppe B oder in den Patienten eben auch 6 Ränge, die ich summieren muss. Und das ist der Rang 6,5, der Rang 10, der Rang 11, der Rang 1, der Rang 12, der Rang 9. 49,5, größere Rangsumme. Kurzes Innehalten, wenn wir die Ränge dummerweise, also aus so einem Moment geistiger Umnachtung heraus, die Ränge getrennt für die Gruppen vergeben hätten. Also den Rang 1 bis 6 bei den Kontrollen und den Rang 1 bis 6 nochmal bei den Patienten. Was wird dann passieren? Gar nichts. Dann kann ich nicht anfangen, die Rangsummen zu vergleichen, denn dann hätte ich ja einfach die gleiche Rangsumme in beiden.
Also die Idee ist natürlich ganz zentral, Ränge erstmal a priori oder unter Ignorierung dieser Gruppeneinteilung zu vergeben und jetzt hier die Rangsuppe pro Gruppe zu bilden. So, und jetzt sind wir auch schon fast da. Also ich kann hier langsam einen Anlauf machen, aber was wir jetzt eigentlich machen, wir bilden eine Teststatistik U und eigentlich gibt es auch eine zweite Teststatistik U'. Und die wird auf diesen Rangsummen gleich basieren, das werdet ihr gleich sehen. An diesen Formeln für U, da passiert nichts Neues mehr. Da geht jetzt diese Rangsumme ein und die Größe der Gruppe. Und das Schöne ist, das hat sozusagen der Mann-Whitney-U-Test gezeigt und Wilcoxon hat es für seinen Rank-Sum-Test genauso gezeigt. Diese Teststatistik U, die folgt einer bekannten Verteilung. Also damit sind wir gleich wieder im vertrauten parametrischen Terrain. Was also nicht parametrisch ist, an einem nicht parametrischen Test, ist dieses Rängebilden. Jetzt gehen wir aber gleich mit einer Teststatistik U doch wieder in bekanntes Terrain, und zwar in normal verteiltes Terrain. Also, was passiert jetzt hier? Wir haben hier jetzt eine Teststatistik U, die sich zusammensetzt aus der Rangsumme in der einen Gruppe, da oben steht sie nochmal zur Erinnerung, die 28,5. Und was wird von der jetzt abgezogen? Was ist das hier? NA mal NA plus 1 halbe. Was das eigentlich ist, ist die erwartete Rangsumme, die ich erwarten könnte. Wir hatten ja gesagt, unter der Nullhypothese würden wir eigentlich plus minus den gleichen Rang in beiden Gruppen erwarten. Ja? Wenn die Gruppen gleich groß sind, wie es ja hier der Fall war, muss nicht so sein, aber hier ist es so, die waren beide 6, dann ist also das hier 6 mal 7 halbe, was ist denn das, 42 halbe, etwa 21, stimmt das? 6 mal 7, 42, ja, stimmt. Und hier wäre es genauso, das wären eigentlich sozusagen die mittleren Ränge, also 21 wäre etwa so eine mittlere Rangsumme, die man erwarten würde, wenn die Ränge wirklich gleich verteilt wären auf die beiden Gruppen, ja. Und was wir eigentlich, also was U eigentlich ist, ist der Abstand der Rangsumme, die du beobachtet hast, von einer unter der Nullhypothese erwarteten Rangsumme. Erinnert euch das an was? Das sollte euch an den T-Test erinnern, wo ihr für die Teststatistik auch etwas Beobachtetes, einen Mittelwert, einen Mittelwertsunterschied von einem hypothetisierten Mittelwertsunterschied hattet. Und das folgt hier genau dem gleichen Bauprinzip. Ja, eine Rangsumme beobachtet in der einen Gruppe von der für diese Gruppe erwarteten Rangsumme. Und weil es eben nur um zwei Gruppen geht, sind U, die das Ganze jetzt über die Gruppe A macht oder über die Kontrollen, und U', die das Gleiche über die Gruppe B macht oder die Patienten, quasi komplementär zueinander. Ja? Hier bei U kommt 7,5 raus. Und bei U' kommt 28,5 raus. Genau, die zwei gemeinsam kann man auch wieder sozusagen addieren. Ja? Und es ergibt sich in diesem Fall die 36. Das ist eigentlich nur so eine Art Sanity-Check, den ich hier nochmal habe, wenn ich die Rangsummen richtig berechnet habe und dabei keinen Fehler gemacht habe, dann muss U' plus U gleich dem Produkt aus den Gruppengrößen sein. Ja? Nochmal, die Gruppen müssen eben nicht gleich groß sein. Es könnten auch 6 und 12 oder 5 und 14 sein in den Gruppen. Das wäre erstmal kein Problem hier. Und natürlich muss U größer 0 sein und U' muss auch größer 0 sein. Das ist hier auch der Fall. Ja? Und ich kann eben auch U' bekommen, wenn ich U sozusagen habe. Das hier hinten ist ja alles quasi U. Die Zutaten von U waren RA und diese Formel für die erwartete Rangsumme. Und das kann ich einfach auch von diesem Produkt der Gruppengrößen abziehen. Dann bekomme ich auch U'. Lange Rede, kurzer Sinn, weil es nur zwei Gruppen sind, ist das alles komplementär und man kann sich für die Teststatistik auf eine rekaprizieren und die Konvention ist jetzt, glaube ich, dass man, muss kurz aufpassen, das überspringe ich einfach, Verzeihung, ist nur eine Simulation, wir verwenden als Konvention immer das kleinere der beiden quasi. Ja? Also wir haben dieses Pärchen aus Rangsumme in der einen Gruppe,
im Abstand zur erwarteten Rangsumme quasi. Und das kleinere der beiden Pärchen, mit denen arbeiten wir jetzt, ja? Das kleinere der beiden. Und jetzt kommt quasi dieser Schritt, den ich schon erwähnt hatte. Jetzt werden wir doch wieder normal verteilt, weil quasi damals in diesem Originalpaper gezeigt wurde, dass U von einem Erwartungswert von U abweicht und dann durch die Standardabweichung von U geteilt wird, dass das eine normal verteilte Größe, sprich sogar eine standardnormal verteilte Größe ist und ich den P-Wert einfach einer Standardnormalverteilungstabelle ermitteln kann. In meinem Leib- und Magenprogramm MATLAB ist es mit dem Befehl Norm CDF zu machen, aber ihr könnt auch einfach jetzt in eurem Appendix hinten die Tabelle aufschlagen oder ihr könnt jede Standardnormalverteilungstabelle im Internet nehmen. Und jetzt hier sehen wir das nochmal. Was ist quasi der erwartete Rang für U, nicht der erwartete Rang, da habe ich mich jetzt versprochen, der erwartete Wert für U, für diese Statistik, also nochmal, U war eigentlich der Abstand von dem erwarteten mittleren Rangplatz sozusagen und dem der beobachteten Rangsumme. Entschuldigung, habe mich ein bisschen verhaspelt jetzt. Das wäre sozusagen einfach NA mal NB halbe. Das wäre quasi eigentlich 18. Also wir würden erwarten, dass sich die Rangsummen so rund um 18 verteilen. Und die Standardabweichung, das ist so ein wie bitte, Moment bei Studierenden, das ist, hat jetzt hier diese 12 da unten, die ist quasi hardcoded in dieser Formel drin. Wir haben schon mal bei der Spearman, was ja auch eine Rangformel war, auch schon mal gesehen, dass mal hardcoded eine 6 mit in der Formel stand. Bei diesen Rängen spielen die 12 und die 6 eine besondere Rolle, die wir hier einfach mal zur Kenntnis zu nehmen haben. Und also die Standardabweichung für U als auf Populationsebene sozusagen wäre eigentlich eben eine Funktion der Gruppengrößen. Ja? Und wenn ich das hier beides drin einsetze und eben mit der kleineren Teststatistik 7,5 weiterrechne, ja, dann kann ich sagen, es geht eigentlich um den Abstand von 7,5 von 18. Und das Ganze teile ich durch diese Standardabweichung für U, die ich dann nach dieser Formel ausrechnen kann. Das ist 6,25. Wenn ich das hier alles einsetze, 7,5 minus 18, gibt also was Negatives. Und geteilt durch 6,25 ergibt mir minus 1,68 als, Achtung, Z-Wert. Ja? Z-Werte kennen wir. Z-Werte ab etwa 1,68 sind, oder also ganz genommen 1,64, wären als einseitiger Test auf dem konventionellen Signifikanzniveau von 5% signifikant. Bei einer zweiseitigen Hypothese, wenn ich nicht weiß, was ich wirklich erwarten soll und meine Unsicherheit auf die beiden Szenarien verteile, dass also entweder die Patienten vielleicht den größeren mittleren Rang haben oder die Kontrollen den größeren mittleren Rang haben, dann muss man sagen, ist es nach konventionellen Kriterien dann eigentlich nicht signifikant, weil unser Z-Wert nur 1,68 oder minus 1,68 in dem Fall betrug. Ja? Das war es eigentlich schon zum, Entschuldigung, gehen wir mal zurück, zum Mann-Whitney-U-Test. Die Kernidee also, ich mache nonparametrisch durch die Rangbildung und die Rangsummen eine Teststatistik. Diese Teststatistik kann dann aber ab einer bestimmten Stichprobengröße von etwa 20, hat damals so, wurde mal so postuliert, kann wiederum von Normalverteilung dieser Größe hier ausgegangen werden. Ja? Wenn ich quasi meine Teststatistik U ins Verhältnis setze zu einem postulierten oder einem unter der Nullhypothese angenommenen μ und einem angenommenen Sigma. So, das war für sich zwei Stichproben. Ja? Wir hatten ja Kontrollen und Patienten, zwei unabhängige Gruppen. Ich möchte euch jetzt aber auch noch den Fall vorstellen, wie ich ein rangbasiertes Verfahren verwenden kann, wenn ich eigentlich nur eine Stichprobe habe, die ich aber mehrfach gemessen habe. Oder also Dependent Samples, könnte man auch sagen. Und ich greife hier auf ein altes Beispiel von mir zurück, was so lächerlich ist, dass ich es mittlerweile eigentlich nicht mehr so viel verwende in der Lehre. Aber hier in diesen Slides ist es noch. Also lassen wir es mal drin. Hier Helmut Schmidt, die Norddeutschen kennen ihn vielleicht noch. Das war ja der deutsche Kanzler von 1900.
74 bis 82 und vor allem passionierter Raucher. Ist jetzt vor einigen Jahren verstorben, aber ein sehr starker Raucher. Er hat so Mentholzigaretten geraucht und hat auch immer sehr effektvoll in den Talkshows bis in sein hohes, also das saß schon lange im Rollstuhl, hat aber immer sehr effektvoll an seinen Mentholzigaretten gezogen. Dem weiß ich nur so meine Ehre hier, weil ich ja mal irgendwie zum Spaß in der totalen Frivolität diese Zigaretten-Ess-Therapie erfunden hatte, wo Studierende, also bei Obläser, Zigaretten gegessen hatten. Und eigentlich ging es darum, ob sie weniger Prüfungsangst haben, aber als eine sehr starke Nebenwirkung ergab sich natürlich eine sehr starke Veränderung im Wohlbefinden. Ja? Und das ist hier gezeigt. Nach dem Essen von 10 Zigaretten oder wie vielen, fühlt man sich sehr schlechter im Mittel. Beziehungsweise das ist die Hypothese, die wir überprüfen wollen. Also in dieser Stichprobe war es ganz klar so. Das, was ihr hier seht, sind 10 Studierende, die Zigaretten gegessen haben und denen wird sehr schlecht. Ja? Das ist hier im Mittel angezeigt. Und wie immer bei einer Situation, die eigentlich aus einer Stichprobe besteht, wo ich vorher, nachher habe, wo ich eine Messwiederholung habe, könnt ihr euch auch gerne an unsere Diskussion von vor 2 Wochen bei den Repeated Measures an NOVAS erinnern. Jetzt habe ich auf einmal eine Differenz und das heißt eigentlich, es geht nur um die Differenz. Das war beim PER-T-Test so, da haben wir gesagt, der ist eigentlich auch nur ein Einstichprobentest, wenn man es genau nimmt, weil eigentlich nur die Differenz gegen 0 verglichen wird. Und genauso machen wir es jetzt hier auch. Wir haben diese Differenzen beobachtet. Das ist die Differenz im Wohlbefinden nach dem Essen von Zigaretten. Ihr seht, wenn ihr so drauf guckt, viele Minusse. Und das passt zu dem Bild, was wir haben. Viel Abnahme des Wohlbefindens. Ja. Aber ein paar Hartgesottene fühlen sich danach sogar besser. Oder beziehungsweise ihr Wohlbefinden hat sich nicht verändert. Wie wird daraus jetzt ein rangbasierter Test? Vieles dessen, was wir gerade bei Man Whitney U oder auch unter dem Namen Wilcoxon Rank Sum Test bekannt gesehen haben, finden wir jetzt hier wieder. Wir werden Ränge bilden. Aber der Vergleich kann ja jetzt nicht sein, Ränge in der einen Gruppe versus Ränge in der anderen Gruppe, denn es gibt ja nur eine Gruppe. Aber es wird natürlich darum gehen zu sagen, sind die Ränge größer bei den negativen Zahlen, bei den Abnahmen, als bei den Zunahmen? Darum wird es so ein bisschen gehen. Es wird also darum gehen zu sagen, was ist numerisch, oder nicht, eben nicht numerisch, sondern in Magnitude, könnte man sagen, in der Größe, im Ausmaß da an Zunahmen und was ist im Ausmaß da an Abnahmen. Ja? Wie starken Zunahmen, das wären die Striche, die hier also nach oben gehen, die sieht man hier drin kaum. Ah, doch, hier ist mal einer, seht ihr den? Der geht mal sehr stark hoch, der geht auch hoch. Diesen großen Werten, was ist denn die größte Zunahme? Das ist hier doch irgendwo mal eine 3 wahrscheinlich. Ja? Eine Zunahme von 3, vom Wohlbefinden von 5 auf 8. Was stehen denen für Ränge gegenüber bei den Abnahmen? Da muss man sagen, da haben wir eine 5, da haben wir auch mal eine 4. Und, so. Und das würden wir jetzt versuchen, in eine Teststatistik zu übersetzen. Wie könnte das gehen? Erstens, wir bilden die Differenzen. Habe ich schon mal für uns gemacht. Prä minus Post für jeden Probanden. Prä-I sozusagen minus Post-I. Jetzt bilden wir die Beträge. Aha, jetzt werden wahrscheinlich gleich, die sollen wahrscheinlich gleich die Ränge gebildet werden. Jetzt vergessen wir kurz mal, auf welcher Seite der Null du bist sozusagen. Ob du eine Zunahme oder eine Abnahme bist, das vergessen wir mal kurz. So wie wir vorhin mal kurz vergessen haben, ob du in Kontrolle oder Patient warst zum Ränge bilden. Die Funktion übernimmt jetzt hier der Betragsstrich. Ja, wir bilden kurz mal Beträge. Und dabei muss man sagen, das ist eine kleine Spezialität dieses Tests. Ist nicht wahnsinnig wichtig, deshalb steht es hier nur so in Kursiv dabei. Man entfernt die Beobachtungen, die tatsächlich für die Fragestellung nicht konklusiv sind. Wir entfernen jetzt die Beobachtungen, die eine Veränderung von 0 zeigen. Das kann man auch begründen, weil man sagen würde, jetzt für eine Zunahme, wenn ich wissen möchte, ist auf Populationsebene da wirklich eher eine Zunahme da oder eine Abnahme, weg von der Null, dass wir dafür die Beobachtungen, die wirklich nichts beitragen zu der Fragestellung, weil sie sich nicht verändert haben, dass wir die mal kurz aussortieren. Und das N für die späteren Formeln reduziert sich dann aber zu einem neuen N, nämlich einem NR sozusagen. Ja?
Also das N für die Ränge gleich. Wie geht's weiter? Jetzt, ganz wichtig, wir merken uns das Vorzeichen aber für später. So wie wir uns letztlich, ohne das explizit zu machen, vorhin gemerkt haben, wer die Kontrollen war und wer die Patienten war. Das habe ich allerdings nicht wirklich aktiv gezeigt, aber das mussten wir natürlich machen, damit wir nachher wieder die Rangsummen bilden können. So merken wir uns jetzt, ob du ein Proband warst, der eigentlich eine Zunahme oder eigentlich eine Abnahme gezeigt hat. Ich nenne das mal S und in so einer Art Pseudo-Computer-Code nenne ich das mal Sign, also Vorzeichen von dieser Differenzen. Also das, was wir hier haben, das ist der Vektor D. Die haben ja Vorzeichen, manche Minus, manche Plus. Das merken wir uns kurz. Das können wir uns vorstellen wie ein Vektor aus Minus Einsen und Einsen letztlich. Ja. Bewahren uns das einfach mal kurz auf. Vertiefe ich jetzt gar nicht groß. Und dann bilden wir für diese Bs, für diese Beträge, die Ränge. Da kriegen jetzt also die Fünfen und die Vieren große Ränge und die Einsen und Zweien kleine Ränge letztlich. Ja? So ist die Logik. Und wenn es da noch einen gäbe, der um 8 zugenommen hätte, dann hätte der also den größten Rang, weil sowas haben wir jetzt hier gar nicht. Und jetzt ergibt sich eine ganz einfache Teststatistik W, nach Wilcoxon vielleicht, die einfach eine gewichtete Summe ist. Aus den Rängen mal dem Vorzeichen. Ja? Jetzt werden quasi alle Ränge genommen, für alle hier in dem Fall, was sind es, 10 Beobachtungen oder wie viel es nur sind. Und wenn sie ein negatives Vorzeichen hatten, wenn sie eine Abnahme waren, dann gehen sie sozusagen in diese gewichtete Summe negativ ein. Und wenn sie ein positives Vorzeichen hatten, gehen sie positiv ein. Und dann wird aber wirklich über alle Beobachtungen, zumindest alle, die nicht 0 waren, seht ihr, dass wir hier nur bis NR, also bis alle Beobachtungen summiert sind, die eben nicht, wo sich keine Veränderung ergeben hatte, wird dann summiert. Und jetzt geht es genau gleich weiter, wie wir es schon kennen. Auch dafür gibt es eine normal verteilte Teststatistik unter der Annahme, dass die Nullhypothese gilt. Also wenn die Annahme gilt, dass es auf Populationsebene überhaupt keinen Unterschied gibt, dass die Veränderung auf Populationsebene von Prä nach Post eigentlich null ist, ja, dann würden wir erwarten, dass sich auch diese Zunahmen und Abnahmen, also die positiven und die negativen Differenzen im Sinne der Rangplätze genau aufheben. Dann würde jedem großen Rangplatz mit einem positiven Vorzeichen irgendwie auch mal ein Rangplatz, ein großer Rangplatz mit einem negativen Vorzeichen gegenüberstehen und diese gewichtete Summe müsste sehr klein werden, müsste sich also eigentlich um den Erwartungswert 0 herum verteilen. Und die Standardabweichung für diese gewichtete Summe W, für diese Teststatistik, erinnert uns so ein bisschen an die Standardabweichung, die wir bei Wilcoxon, beim Wilcoxon Rank Sum oder Man Whitney U gerade gesehen haben. Nur, dass hier unten jetzt mal wieder die 6 drin steht, wie bei Spearman damals. Wo es übrigens auch um Differenzen von Rängen dort ging. Nehmen wir einfach zur Kenntnis diese Formel, da ist ja hier oben eigentlich nur das N drin, also das N der Beobachtungen, die wirklich in die Berechnung dieser Summe auch hier eingingen. Und die Z-Transformation ist hier ebenfalls zulässig und verkürzt sich, weil μ gleich 0 ist, lasse ich das hier sogar weg und muss einfach dieses W, diese gewichtete Summe der Ränge mal mit dem Vorzeichen gewichtet sozusagen, dieses W durch diese Standardabweichung teilen und bekomme einen Z-Wert. So, nochmal kurz das Bild hier. Das war das Bild, um das es eigentlich ging, ja. Und ich habe dann, habe dann hier das mal von Hand für euch sozusagen gemacht oder auch mehr für mich selber vielleicht damals, um mich mal, es hilft einfach immer sowas, so einen Test mal einfach einmal von Hand durchzuführen. Und die rangbasierten Verfahren beziehen einen Teil ihrer Attraktivität natürlich daraus, dass sie, wenn ich nicht zu viele Datenpunkte habe, 10, 12, 15, 20 Datenpunkte, das noch relativ schnell wirklich fast von Hand machen kann. Ränge bilden, Vorzeichen merken, solche Rangsummen oder in dem Fall so eine gewichtete Rangsumme, signed rank. Jetzt seht ihr auch vielleicht, warum der Test signed rank heißt. Die Ränge werden wieder signiert mit ihrem Vorzeichen sozusagen versehen und dann aufsummiert. Er könnte also auch signed rank sum heißen, dann wäre die Verwirrung komplett in Abgrenzung von dem 2-Stichproben rank sum Test. Aber hier, also wird diese Summe gebildet.
Und das mache ich hier auch. Im Zigaretten-Ess-Beispiel bilde ich mir sozusagen, ich schmeiße hier mit bisschen so MATLAB-Syntax, mache ich eine neue Variable, die nenne ich new d, das sind die neuen Differenzen, da nehme ich d, aber ich habe diesen einen Nuller oder alles, was 0 ist, rausgeschmissen in der Differenz und habe auch ein neues nr, das ist die Länge dieser Beobachtungen, also das heißt, es wird jetzt eben eine weniger sein, das ist nr. So, dann merke ich mir die Vorzeichen von new d, das mache ich hier mit sein, dann bilde ich die Beträge, das macht man in MATLAB mit ups. Und dann bilde ich die Ränge, das macht man in MATLAB mit Tide Rank. Ihr seht, wie das einfach eine Zeile ist in einem handelsüblichen Auswerteprogramm wie in R oder MATLAB in dem Fall mal. Und dann finde ich die Teststatistik einfach als Summe aller Einträge. R, das sind die Ränge, mal aller Vorzeichen. Ja? Das ist genau das, was wir hier oben aufgeschrieben haben. Das macht dieser Befehl für uns. Und dann z-transformiere ich das, indem ich dieses W durch diese Standardabweichung teile. Das ist noch die hässlichste Formel, aber das ist einfach auch nur das hier, nr mal nr plus 1 mal 2 mal nr plus 1 geteilt durch 6 und daraus die Wurzel ist dieses ganze Tierchen da hinten. So, ergibt einen z-Wert von minus 2,267. Da können wir eigentlich aufhören. So viel z-Werte habt ihr in eurem kurzen Statistikerinnenleben jetzt auch schon gesehen, dass ihr wisst, dass das eigentlich ein Z-Wert von über 2, also größer als 2 oder kleiner als minus 2, nach herkömmlichen Kriterien eigentlich signifikant sein sollte, auch als zweiseitiger Test. Und tatsächlich ergibt sich dann ein P-Wert von 0,01. Das heißt, wir können schlussfolgern in diesem Helmut Schmidtschen oder Obleserschen Zigaretten-Ess-Beispiel die Null-Hypothese, dass das Essen von Zigaretten nichts mit dem Wohlbefinden macht, das Wohlbefinden prä-post sich nicht verändert, die können wir verwerfen oder sollten wir verwerfen auf der Basis dieser Teststatistik. Das war also das, was wir jetzt sozusagen von Hand rechnen wollten. Zum Abschluss könnten wir sagen, wir schauen uns das Ganze mal kurz an, wie das aussieht, wenn ich ein Statistikprogramm dafür verwende. Und ich würde euch also jetzt nochmal einen nonparametrischen Test in Anwendung sozusagen zeigen und würde mal einer relativ stereotypen, plumpen Forschungshypothese nachgehen, die hoffentlich niemand zu nahe tritt, aber die eben jetzt hier nur dem Beispiel dienen soll und die auf unsere alten Daten aus dem Hörsaal mit den Softdrinks zurückgreift. Und ich gehe mal der etwas plumpen Forschungshypothese nach, dass Medieninformatikerinnen und Medieninformatiker mehr Softdrinks konsumieren als Psychologinnen und Psychologen. Dass das Ganze vielleicht durch Geschlecht konfundiert ist, kann ich jetzt hier am Ende von Statistik 2 zumindest in den Raum stellen, werde das aber mit diesem Test natürlich gar nicht adressieren. Was haben wir da? Wir haben eigentlich sozusagen nochmal kurz ein paar deskriptive Statistik, Verzeihung, wir hatten damals 33 Psychologinnen und 55 Nicht-Psychologinnen, die in dem Fall alle Medieninformatikerinnen waren und die tranken im Mittel, auch wenn wir der Mittel wissen, wie schwierig der Mittelwert hier ist bei diesen Softdrinks, im Mittel entweder 2,1 Softdrink-Getränke pro Woche oder 5,5 Softdrink-Getränke pro Woche. Ich könnte einen Independent Samples T-Test durchführen, der mir aber auch gleich mal sagt, zumindest im Levins-Test vorneweg mich schon warnt, dass Homoskedastizität nicht gegeben ist, die Gruppen streuen unterschiedlich stark. Ja gut, dann, da könnte ich noch auf diese untere Zeile mit dem T-Test hier ausweichen und könnte sagen, okay, dann benutze ich eben den T-Test, der quasi nicht Homogenität annimmt, sondern der eigentlich die Freiheitsgrade, wie man hier auch an den krummen Freiheitsgraden sieht, approximiert. Ändert aber an der Schlussfolgerung nichts. Ein T-Test wäre signifikant, würde sagen, ja, die Nullhypothese, dass Medieninformatiker und Psychologen sich nicht unterscheiden im Softdrinkkonsum, ist zu verwerfen auf der Basis der Ergebnisse dieses T-Tests. Aber heute soll es mal ganz sportlicher um die rangbasierten Verfahren gehen und da muss man sagen, dafür ist Softdrinkkonsum erstmal ein Kandidat, weil wir nicht davon ausgehen können, dass das gemessene Maß Y, die Anzahl Softdrinks, das Kriterium der Normalverteiltheit auch nur irgendwie erfüllt. Und so viel sei gesagt, wahrscheinlich ist es auch diese nicht gegebene Normalverteiltheit, die dann diese
Heteroskedastizität oder Nicht-Gleichstreuung in den beiden Gruppen ergibt. In einem nicht von normal verteilten Merkmal, was so rechtsschief verteilt ist wie der Softdrink-Konsum, da kann ich mir schon denken, wenn der Mean sich verändert, was bei den Medieninformatikern hier der Fall zu sein scheint, dann verändert sich auch die Streuung. Ja? Weil sozusagen dann auch die eher eine Chance besteht, dass größere Varianzen zustande kommen. Also wäre doch das ein schönes Einsatzgebiet für einen nicht-parametrischen Test. In SPSS fand man nonparametrische Tests an verschiedenen Stellen. Man muss immer ein bisschen gucken, aber jedes Statistikprogramm bietet einem in der einen oder anderen Form nichtparametrische Tests schon an. Man konnte hier das auf zwei Arten in SPSS immer machen. Da gab es nonparametric Tests und dann da unter Legacy Dialogs, weil das sozusagen so ererbte, aussterbende Programmdialoge waren, gab es dort unten zwei Independent Samples und wenn man das gemacht hat, wurde einem der Mann-Whitney-Test, hieß der dort, oder Mann-Whitney-U-Test ausgespuckt und es wurde einem dann ein Mann-Whitney-U ausgespuckt, ein Wilcoxon-W, was aber auf den gleichen, deshalb sind die beiden Tests eben identisch, das ist jetzt der Wilcoxon-Rank-Sum-Test, nicht der Wilcoxon-Signed-Rank-Test, ja, weil es geht ja hier gerade um ein Zwei-Gruppen-Problem, Medieninformatikerinnen, Psychologen, ja. Ein Z-Wert von minus 2,79 und wir kommen zum genau gleichen Schluss wie mit dem parametrischen T-Test, nämlich wir würden die Null-Hypothese verwerfen. Und dann gab es auch noch einen anderen Weg, das zu machen, der einem dann hier über Independent Samples das gemacht hat, Nonparametric Tests, Independent Samples. Und da, das war sozusagen die neuere Variante in SPSS, das ist ein bisschen mehr, wie es jetzt auch in Jamovi ist. Man wird so richtig an der Hand genommen und bekommt gleich auch noch quasi den Antwortsatz, den man in sein Paper schreiben kann. Die dann wird nochmal, eigentlich finde ich das sehr, sehr gut, die Nullhypothese nochmal explizit formuliert, ja, wie the distribution of Anzahl konsumierter Softdrinks pro Woche, das ist lustiges Denglisch, was dabei rauskommt, is the same across categories of Ist-Psychologe. Die Categories von Ist-Psychologe waren Psychologe, Medieninformatiker letztlich. Und dann wird ein Independent Samples Mann-Whitney-U-Test, es wird einem leider hier nur die, das ist wiederum sehr schlecht, nur ein P-Wert hingerotzt mit Verlaub und es wird dir gleich gesagt, was zu tun ist, nämlich die Null-Hypothese zu rejecten. So ist es in einem Statistikprogramm. Gemacht wird im Hintergrund aber genau das, was wir heute von Hand gemacht haben. Es wird so eine Rangsumme gebildet für die Medieninformatiker und eine Rangsumme für die Psychologen. Aus den Rangsummen entsteht die Teststatistik U, die bei ausreichend großer Stichprobe wiederum normal verteilt ist. Dann kann ein Z-Wert resultieren, dann kann eine Entscheidung gefällt werden. So. Wenn es so schön wäre, könnte man ja sagen, Herr Obleser, ist ja super, warum machen wir nicht dann immer rangbasierte Tests? It's complicated, ja. Erstmal ist es so, dass eigentlich die nicht-parametrischen Tests generell in der Tendenz weniger Power haben. Also, wenn es Unterschiede gibt, dann habe ich mit einem nicht-parametrischen Test, und sagen wir mal, es sind alle Annahmen gegeben für einen T-Test auch, dann einfach immer einen nicht-parametrischen Test zu machen, wäre doof. Das hat weniger Power. Du hast also weniger Chance, einen bestehenden Effekt auch wirklich aufzudecken. Das ist auch intuitiv einleuchtend, da wir ja auch Informationen weggeschmissen haben. Zum Beispiel die Kontrollen und die Patienten. Da brachte ja jeder doch eine Nachkommastelle mit. Der eine hatte 1,3, der eine 1,4 Fehler. Diese Nuancen, diese Messqualität, die schmeißen wir ja weg, wenn wir mit den Rängen arbeiten. Erster, zweiter, dritter, 20er, ja. Auch die Abstände, die Intervallskaliertheit, die Metrik geben wir auf. Das kostet potenziell Power. Wie Motulski in seinem Lehrbuch hier in dieser Tabelle nochmal zusammengefasst hat, das könnt ihr euch in einer ruhigen Minute gern nochmal durchschauen, ist das Problem letztlich, ist das Einsatzgebiet für diese Tests sehr, sehr begrenzt, für die nicht-parametrischen klassischen Tests. Denn wenn auf Populationsebene eigentlich was Gaussisches vorliegt, was schön verteilt ist, was also normal verteilt ist, du aber einen Wilcoxon-Test anwendest, dann ist es letztlich irreführend, sagt er, potenziell für dich bei einer kleinen Stichprobe. Warum? Weil gerade bei kleinen Stichproben nonparametrische Tests sehr wenig Power haben, um bestehende Effekte zu finden. Das ist sowas, wie wir heute gemacht haben mit 6 und 6 Probanden. Das ist wirklich unglücklicherweise so, dass viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fälschlicherweise, muss man sagen, meinen,
kleines n, nicht parametrischer Test. Ja? Viele Wissenschaftlerinnen da draußen denken das reflexhaft, auch manche Zeitschriften fordern das dann. Das ist ein Problem, diese Tests haben genau dort eigentlich nicht wirklich die Power. Das war auch, sind ja auch die kleinen Stichproben, wo ich auch überhaupt die Normalverteiltheit schon schlecht überprüfen kann. Man kann mit kleinen Stichproben eben nichts wirklich gewinnen und dabei hilft einem dann aber so ein nicht-parametrischer Test auch nicht. Bei einer großen Stichprobe ist es kein Problem. Wenn du 200 Beobachtungen in jeder Gruppe hast, ist es ein bisschen egal, ob du einen Wilcoxon-Test machst oder einen T-Test, muss man sagen. Aber deshalb machen dann dort auch alle einfach den T-Test. Der ist immer noch näher an den Daten, der behält die eigentliche Intervallskaliertheit bei. Warum dann einen nicht-parametrischen Test? Interessanter vielleicht der Fall einer nicht-gaußischen Population, also zum Beispiel Softdrink, da ist einfach nicht normal verteilt. Und da ist es so, dass bei der parametrische Test beim kleinen, also der T-Test zum Beispiel, beim kleinen Stichproben tatsächlich irreführend ist. Ja? Bei kleinen Stichproben ist der T-Test nicht besonders, hier habt ihr das Wort mal, robust gegen Verletzungen dieser Annahme. Also da wird er zu liberal, zu konservativ, das kann man jetzt so a priori nicht sagen, aber er ist nicht unbedingt robust. Man sollte sich nicht darauf verlassen, dass das 5% Fehlerniveau oder das 1% Fehlerniveau oder was immer man intendiert hat, wirklich eingehalten wird, geschützt wird von einem T-Test bei kleinen Stichproben, wenn das Merkmal nicht normal verteilt ist. Für große Stichproben wiederum kein Problem, ja, üblicherweise. Da ist der T-Test relativ robust. Und wenn du es nicht weißt, machst du zwar einen Normality-Test, ja, also diese Shapiro-Wilk, Levines-Tests und so, die sind aber eben für kleine Stichproben nicht besonders aussagekräftig. Ja? Die helfen, sagt er, würde ich auch in Zweifel ziehen, bei großen Tests. Also, das wäre so ein bisschen die pessimistische, ich habe ja so ein bisschen eine Tendenz, immer so ein bisschen ketzerisch, pessimistisch aufzuhören. Mir ist es wichtig, dass ihr diese nicht-parametrischen Verfahren kennt, wie wir sie heute besprochen haben, aber ihr Einsatzgebiet ist relativ begrenzt. Ihr Einsatzgebiet nach der Logik wäre eigentlich sozusagen in erster Linie, dass, wenn man sozusagen richtig machen will, würde man sie bei den nicht-gaußschen Populationen eigentlich einsetzen, aber nur mit großen Stichproben. Und da setzen die meisten eben heutzutage doch T-Test ein. Und ich würde argumentieren, wo ihr sie in der Literatur seht, nämlich bei kleinen Stichproben, da sind sie eigentlich gar nicht besonders gut. Da wurden sie jahrzehntelang eingesetzt, aber da würden wir sie heute ebenfalls ersetzen durch das, was wir nächste Woche viel besprechen, nämlich die Resampling-Verfahren, Permutationstests oder Bootstrapped-Confidence-Intervalle. Das soll es für heute auch im Prinzip gewesen sein. Nicht im Prinzip, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Mitdenken und bitte euch nochmal im Kopf auseinanderzuhalten, den Fall von zwei unabhängigen Stichproben. Dafür setzen wir den Mann-Whitney-U oder Wilcoxon-Rank-Sum-Test ein, was einfach zu merken ist, weil da haben wir heute auch Rangsummen für zwei Gruppen gebildet. Und wenn es um gepaarte Probleme gibt von zwei Gruppen, also letztlich einer Gruppe, die man zweimal gemessen hat, dann benutzen wir den Wilcoxon-Signed-Rank-Test. Und damit viel Spaß und bis zum nächsten Mal.